Damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge aus dem schönen Luitpold Park in Lindau. Ein herzliches Willkommen natürlich auch meinen Gästen vor Ort. Liebe Zuschauer, wir sprechen heute über ein sehr relevantes Thema in Deutschland. Und zwar geht es um das Thema Unternehmensnachfolge, wenn Fremdmanager Familienunternehmen übernehmen. Und das sind meine Gäste in der heutigen Chefsache Business Lounge. Thomas Müller-Schön, er ist seit dem 1. Januar 2016 Vorstandsvorsitzender der UZ AG mit Sitz in Ulm. Seine große Leidenschaft ist der Fußball. Ja, gern zieht er Parallelen zwischen Wirtschaft und dem Fußball. Als Vorstandsvorsitzender sieht er sich deshalb als Stürmer, der den Ball auch mal draufhaut. Herzlich willkommen, Ihr Applaus. Sehr gerne, vielen Dank. Bis Gott. Ja, außerdem bei uns der Wirtschaftsfachmann Karl-Christian Bay. Und wenn wir schon mal bei den Parallelen sind, er vergleicht sein Team mit einer Segelmannschaft und sieht sich in der Rolle des Taktikers, der die Konkurrenz im Blick hat und wenn nötig einen Kurswechsel empfiehlt. Herzlich willkommen, Karl-Christian Bay. Ja, liebe Zuschauer, 70.000 Unternehmen in Deutschland suchen einen neuen Chef. Und dafür müssen sie auch auf Fremdmanager zugreifen, wie beispielsweise die UZ AG. Der Mittelstand steht vor einem Generationswechsel. Gesucht wird ein neuer Chef. Die Suche beginnt in der eigenen Familie. Doch nicht einmal in 50% der Fälle kommen die eigenen Söhne oder Töchter zum Zuge. Wird in der eigenen Familie keiner gefunden, geht die Suche im Bekanntenkreis weiter. 70% der Unternehmen ziehen grundsätzlich nur einen langjährigen Bekannten als Nachfolger in Betracht. So lief es auch beim Bauchemiekonzern der UZ AG aus Ulm. Der neue Mann an der Spitze ist so ein alter Bekannter, Thomas Müller-Schön. Seit dem 1. Januar 2016 ist er Vorstandsvorsitzender. 1994 kam er ins Unternehmen und wurde 2002 Finanzvorstand. Damit kennt er nicht nur seinen Vorgänger Werner Utz sehr gut, sondern auch die Zahlen des Unternehmens. Und die glänzen. Der Spezialist für Bodenbelege aller Art und Hersteller von Klebstoffen profitiert vom Bauboom. Aber auch von der steigenden Zahl der Haus- und Wohnungssanierungen. Die Folge? Umsatz und Aktienkurs kletterten nach oben. Und das soll auch unter Müller-Schön so bleiben. Er hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Umsatz von aktuell 273 Millionen Euro innerhalb der nächsten 3 Jahre auf 400 Millionen zu steigern. Ja, und damit wieder zurück in der Chefsache Business Lounge. Ich muss sagen, bei diesen ehrgeizigen Zielen als Familie hätte ich auch gerne so einen Chef. Dankeschön. Ist das selbstverständlich, dass man sich solche Ziele setzen muss, damit man überhaupt in so eine Position kommt? Ich glaube, nicht unbedingt. Die Ziele habe ich mir gesetzt, weil sie realistisch sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass es mit der Qualität und der Qualifikation meiner geschätzten Kolleginnen und Kollegen gelingen wird, in den nächsten 3 Jahren diese Zielsetzung von 400 Millionen Euro erreichen zu können. Mit diesen 400 Millionen Euro werden wir Marktführer in Europa sein und das benötigen wir, um dann ab dem Jahr 2020 signifikant außerhalb Europas wachsen zu können. Nun sind Sie ja in einem Familienunternehmen. Ja. Wie sind Sie denn da reingekommen? Das liegt natürlich schon viele, viele Jahre zurück. Ich bin seit 1994 im Unternehmen und habe dann in den vergangenen Jahren klassisch verschiedene Positionen durchlaufen dürfen. Bin dann 2002 Vorstand geworden und dann hat sich alles von selbst ergeben. Ich muss ja sagen, Sie waren ja der jüngste Vorstand eines Aktienunternehmens in Deutschland mit 33 Jahren. Das ist richtig. Sagen Sie, aber wie läuft es denn dann hinter den Kulissen? Kommt dann der Firmenpatriarch, zieht sie beim Kamingespräch zur Weihnachtszeit zur Seite und sagt, du Thomas, du bist es. Also so ist es nicht gelaufen, aber ich hätte mir das durchaus vorstellen können, keine Frage. Nein, das ist ein Prozess, den wir sehr professionell angegangen sind. Wir sind eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Das heißt, es geht ja nicht nur um das Kapital des Hauptgesellschafters, sondern um das Kapital aller geschätzten Aktionärinnen und Aktionäre. Deswegen war das ein Prozess, der bereits im Jahr 2007 gestartet hat und wurde dann im Jahr 2015 vollendet. Warum war denn nicht ein anderer da aus der Familie? Da habe ich natürlich das große Glück der Generation. Das heißt, ich liege
praktisch zwischen der Vatergeneration und der Söhnegeneration. Und so betrachte ich auch meine Aufgabe. Ich werde das Unternehmen in diese Regionen führen, die ich zuvor gesagt habe, aber immer mit der konkreten Zielsetzung, dass es in einem Familienunternehmen wichtig ist, auf Dauer, dass auch die Familie im Vorstand vertreten ist. Und das sehe ich auch als eine wichtige Aufgabe von mir an, das in den nächsten Jahren realisieren zu können. Lassen Sie uns nochmal über die allgemeine Marktlage sprechen. Herr May, 70.000 Familienunternehmen suchen einen Chef. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich glaube, teilweise wird das Thema in der Relevanz zu spät erkannt. Die Nachfolgesituation tritt dann überraschend ein und es sind teilweise auch schlicht keine geeigneten Nachfolger in Sicht, sei es jetzt aus Altersgründen oder auch aus Qualifikationsgründen oder aus Interessenlagen. Das heißt, ich habe dort einen Gründer, der das Unternehmen führt und völlig vergisst, eine Nachfolge zu suchen? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht, ob er es wirklich vergisst. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Fälle. Also wenn wir beispielsweise an Hans Riegel denken, der die Nachfolgeregelung bei Haribo sehr, sehr lange, auch sehr bewusst und sehr öffentlichkeitswirksam hinausgezögert hat, dann ist es sicher ein extremes Beispiel dafür, dass man das Loslassen nicht hinbekommen hat und auch die Nachfolge offensichtlich nicht so für notwendig erachtet hatte. Es gibt andere Fälle, in denen auch die Lage des Unternehmens eine gewisse Kontinuität noch erfordert. Aber grundsätzlich ist es ein strategischer Prozess, der relativ frühzeitig auch von den Eigentümern eingeleitet werden sollte. Und Eigentümer sind eben auch nicht zwangsläufig nur die Familienmitglieder. Wie attraktiv ist es denn, Chef von einem Familienunternehmen zu sein? Man könnte ja meinen, du verdienst unglaublich viel Geld, hast viel Macht, die Leute tun, was du willst. Also ich persönlich würde sagen, es ist außerordentlich attraktiv, Mitglied in der Führung eines Familienunternehmens tätig sein zu dürfen, weil im Regelfall Familienunternehmen über ein wesentlich stabileres Wertegerüst verfügen, im Regelfall wesentlich nachhaltigere Ziele in ihrer Perspektive verfolgen und eine deutlich höhere Identifikation der Mitarbeitenden zeigen. Und das allein wäre schon für mich Anreiz genug. Ist es wichtig, ein Familienbild privat zu haben, damit ich in einem Familienunternehmen überhaupt ankomme und überlebe? Bin ich absolut dieser Meinung. Das ist unheimlich wichtig, dort auf einem profunden Wertesystem zu gründen, bestimmte Wertvorstellungen zu haben, die im privaten Bereich wie im Unternehmensbereich in der gleichen Weise gelten. Welche sind das bei Ihnen? Also wie zuvor angesprochen, sicherlich eine langfristige Orientierung. Also das sich loslösen, ausschließlich gute Quartalsergebnisse präsentieren zu wollen, sondern dann das auf sich zu sehen und einfach das Unternehmen nachhaltig auf dem Markt zu positionieren. So war es unsere Zielsetzung, das Unternehmen vom regionalen Hersteller von Klebstoffen und Spachtelmassen in Richtung des Weltmarktführers in allen Bodenaktivitäten zu führen. Und das ist uns gelungen. Da sind wir sehr stolz drauf. Man hört ja immer wieder von Patriarchen, die nicht loslassen können, die bis ins späte Alter oder bis sie letztendlich tot sind, versuchen immer noch irgendwie weiter zu lenken. Was dort schiefläuft, liebe Zuschauer, aktuelle Beispiele möchten wir Ihnen auch gleich zeigen. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Chefsache Business Lounge. 70.000 Familienunternehmen in Deutschland suchen einen Chef und greifen dabei immer mehr auf sogenannte Fremdmanager zurück. Ein solcher sitzt jetzt hier bei uns, Chef von einem Aktienunternehmen. Und Sie haben sozusagen die Nachfolge vom Firmenpatriarchen angetreten. Was war denn das für ein Typ? Also der Begriff Patriarch passt dort in keinster Weise. Das verbindende Element ist, dass wir beide höchste Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber haben. Also für mich gibt es nur einen Erfolgsfaktor im Unternehmen, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das haben wir beide in der gleichen Weise gesehen. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die in die richtige Richtung arbeiten, die im Sinne der Unternehmensstrategie arbeiten, die jeden Tag einen Differenzierungs- und Optimierungsbeitrag im Sinne der Unternehmensstrategie leisten, dann kommen auch die guten Zahlen zustande, die wir die vergangenen Monate aufweisen konnten. Wir haben vorhin das Wort Loslassen gehört. Ja. Wenn denn ein solches Familienoberhaupt oder Firmenoberhaupt dann tatsächlich einen Fremdmanager gefunden hat, ist es einfach für den loszulassen?
Das wird wahrscheinlich von Fall zu Fall variieren. Ich kann jetzt nur im konkreten Fall Utz und Utzage sprechen. Ich glaube, da ist einfach gefallen. Es liegt auch daran, dass der Herr Dr. Utz ein sehr zufriedener Mensch ist, in einer glücklichen Beziehung lebt und viele Hobbys hat. Also das heißt, er hat auch Möglichkeiten gehabt, das zu kompensieren, was er aufgegeben hat. Deswegen glaube ich, dass es ihm leicht gefallen ist. Wie läuft es denn sonst bei den Firmen dabei? Ja, die vielfältigen Hobbys sind ja teilweise für die Enkelgeneration die Motivlage, überhaupt gar nicht erst in die Unternehmensnachfolge einzusteigen. Also von daher, in der Bandbreite dessen, was wir erleben in der Beratung, gibt es tatsächlich auch die Motivation, eben gerade nicht in das eigene Unternehmen oder in das elterliche Unternehmen einzutreten. Wir haben ja eine ganze Reihe auch großer Unternehmen, in denen die Familiengesellschafter nur noch in den Beiräten und durch Gesellschaftervereinbarungen verbunden sind mit dem Unternehmen. Warum wollen die nicht rein? Sind die alle zerstritten, wie man das halt so hat in Familien? Also es gibt ja einen prominenten Fall, die Familien Piech und Porsche, die offensichtlich miteinander ein schwieriges verwandtschaftliches Verhältnis pflegen, wenn man den Aussagen beim Genfer Automobilsalon Rechnung trägt. Es gibt aber, glaube ich, auch die normalen Fälle, in denen sich die Familienstämme weit auseinanderentwickelt haben, aber trotzdem eine unendliche Vielzahl von Familienangehörigen als Shareholder oder als Anteilseigner ein Interesse am Unternehmen hat. Also wenn ich an Haniel denke, wenn ich an Henkel denke, das sind große berühmte Beispiele, wo 100, 200, 300 Gesellschafter tatsächlich auch organisiert werden müssen. Wie war das ganz konkret in Ihrem Fall? Beim Herrn Dr. Utz, war es Ihnen wichtig, dass er nicht mehr da ist, oder war es Ihnen wichtig, dass er im Prinzip noch da ist, beispielsweise über ein Beiratsgremium? Also für mich ist es wichtig, dass er da ist. Wir arbeiten seit 20 Jahren engst zusammen und es soll sich die nächsten Jahre in keinster Weise ändern. Und letztendlich hat auch der Wechsel im Vorstand zu keinem Bruch geführt. Wir haben wirklich seit vielen, vielen Jahren ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und das hat sich meines Erachtens noch positiv weiterentwickelt, weil wir das natürlich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Wir kennen natürlich auch Patriarchen, die nicht loslassen können, aber sogar eine Nachfolge im eigenen Unternehmen haben. Ja, also der Fall, auf den Sie vielleicht ansprechen, ist ja der Fall Hipp, bei dem wir seit neuestem den Sohn in der Fernsehwerbung integriert sehen, der ja auch in die proklamierte Nachfolgelösung ist. Bei dem man aber immer den Eindruck dann doch bekommt, insbesondere wenn man den Fernsehspot sich anschaut, dass das Loslassen, also die finale Übergabe, nicht stattgefunden hat. Und die ist aus meiner Sicht relativ erfolgskritisch. Sie haben uns jetzt eine wunderbare Steilvorlage gegeben, liebe Zuschauer. Schauen wir uns doch diesen Spot mal gemeinsam an. Nachhaltigkeit. Viele fragen uns, was das für HIP bedeutet. Es bedeutet, der Natur nur so viel zu entnehmen, wie wieder nachwächst. Mit ihr behutsam umzugehen, um Gesundes zu ernten. Und als Familienunternehmen seit Generationen biologisch anzubauen. Wir tun das, um die Zukunft unserer Kinder lebens- und liebenswert zu erhalten. Dafür steht der Name HIP. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, Stichwort Unternehmensnachfolge. Hier haben wir das Familienunternehmen HIP gesehen. Was ist denn aus Ihrer Sicht bei diesem Spot völlig falsch rübergekommen? Also in dem Spot ist zunächst mal nahezu alles richtig. Also es werden die typischen Familienwerte, also die typischen Werte für Familienunternehmen dargestellt. Wir können erkennen die Nachhaltigkeit, wir können erkennen die Hinwendung zu Wertesystemen, sei es jetzt hier in der Ökologie, sei es die Mitarbeitenden, all das ist drin. Schwierig wird die letzte Sequenz, in der tatsächlich der Name HIP mehrfach verwandt wird, nämlich einerseits auch für das Unternehmen dargestellt durch den Sohn und dann nochmal überstrahlt meiner Einschätzung nach durch den etwas patriarchischen Schlusssatz, dass eben letztendlich die Verkörperung doch in der Person von Herrn Professor Dr. Klaus HIP stattfindet. Das macht eine Nachfolge schwierig. Und letztendlich führt es auch dazu, dass viele auch keine Lust auf Nachfolge haben, weil sie sagen, der Alte kann sowieso besser. Auch da gibt es genügend Beispiele, in denen die vormaligen Väter oder die elterliche Generation den Jüngeren dann doch nicht zugetraut hat final und entweder wieder zurückgekommen ist in eine Funktion oder tatsächlich dann auch Fremdgeschäftsführungen eingesetzt hat, was im Regelfall auch im Hintergrund erhebliche familiäre Konflikte natürlich zumindest auslöst, wenn die nicht schon vorher bestanden haben. Wie intakt muss ein Familienunternehmen
ich sag mal, hinsichtlich seiner sozialen DNA sein. Du kannst ein tolles Geschäftsmodell haben, wenn im Hintergrund die gesamte Familie zerstritten ist, dann kann es ja auch nicht zuträglich sein für das Geschäft. Da haben Sie vollkommen recht. Das wäre im Unternehmen deutlich spürbar, weil wissen Sie, die Konflikte, die in der Familie bestehen, die werden ja von den Mitarbeitern weitergetragen. Und wenn es dann im Mitarbeiterumfeld Gruppenbildungen gibt, wo sich die eine Seite in Richtung dieses Familienmitglieds orientiert und die andere in Richtung dieses Familienmitglieds orientiert, dann kann das dauerhaft nicht funktionieren. Dann spüren es die Mitarbeiter, dann spüren es die Kunden und zum Schluss wird es dazu führen, dass das Unternehmen wirtschaftlich keinen Erfolg mehr haben kann. Wie war denn das in Ihrem Fall? Wie haben die Mitarbeiter reagiert, als sie gehört haben, ui, jetzt kommt da dieser Thomas Müller schön? Also ich glaube, für die Mitarbeiter war es eine logische Konsequenz, weil wir es über viele Jahre aufgebaut haben und für diesen Prozess haben wir auch den AXIA Award für sehr erfolgreiche Unternehmensnachfolge bekommen. Das heißt, wir haben da sehr, sehr vieles richtig gemacht und für mich war das Schönste, wir haben das ein Jahr vor Inkraftsetzung im Unternehmen kommuniziert, zunächst den Mitarbeitern, damit sie nicht aus der Presse erfahren haben, sondern direkt von uns. Für mich das Schönste war, als dann der Betriebsratsvorsitzende am selben Abend, als wir es kommuniziert haben, zu mir kam und sagte, Herr Müller-Schön, dem Unternehmen hätte nichts Besseres passieren können. Und das war natürlich schon etwas, das mir sehr, sehr große Freude bereitet hat, aber natürlich auch die Verantwortung und den Druck erhöht hat. Mhm. Man hört hier immer wieder auch von Fremdmanagern, die eingesetzt werden, dass das durchaus auch wirtschaftlich erfolgreich funktionieren kann, vielleicht auch mit den Mitarbeitern, aber die haben vor allen Dingen ein eigenes Ziel sich gesetzt, das Unternehmen schön zu machen, erfolgreich zu machen, weil sie wissen, nach ein paar Jahren sind sie wieder weg. Also das heißt, kurzfristige Gewinne, ist das die Regel? Nicht zwangsweise. Also das sehe ich nicht nur hier im konkreten Fall nicht als gegeben an, das sehe ich auch vielfach konstruktiv gar nicht als realistisch an, weil in vielen Fällen der Beauftragung einer Fremdgeschäftsführung entsprechende Regeln oder entsprechende Gremien bestehen, die darauf hinwirken, dass die Werte eines Familienunternehmens weitergeführt werden, auch bei familienexternen Geschäftsführungsmitgliedern. Wir haben über das Thema Mitarbeiter ja auch in dem Kontext gesprochen. Es gibt auch Gremien, aber früher oder später hängt es natürlich an den Mitarbeitern. Welche Macht haben die in solchen Familienunternehmen? Ja, ich bin vollkommen einig mit Herrn Müller-Schön. Die entscheidende Komponente bei modernen Wirtschaftsunternehmen sind die Mitarbeiter. Also es bestimmte Branchen außen vor, in die hochtechnisiert sind. Aber im Regelfall wird die Mitarbeiterkomponente unterschätzt. Und da haben ja meines Erachtens Familienunternehmen einen riesen Vorteil. Und den zu nutzen, zu konservieren und weiterzutragen, ist eigentlich dann auch die Aufgabenstellung der Fremdgeschäftsführung, die teilweise, wie gesagt, Unterstützung haben durch Beiräte oder durch Gesellschafterversammlungsregelungen, die darauf hinwirken, dass ein bestimmtes Wirtschaften auch der Maßstab ist. Ganz konkret, wie begreifen Sie sich denn, Herr Müller-Schön, in der Firma? Also zunächst mal möchte ich sagen, ich habe den schönsten Job, den man sich vorstellen kann, weil ich jeden Tag die Chance habe, mit Profis zusammenarbeiten zu dürfen. Ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen, die deutlich mehr leisten, als sie gemäß ihrer vertraglichen Vereinbarung tun müssten. Und es macht so unheimlich viel Freude zu sehen, mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft meine Kolleginnen und Kollegen tätig sind. Und das ist auch der einzige Grund für die großen Erfolge, die wir auch im Jahr 2016 realisieren konnten. Das Jahr 2016, ich darf das sagen, weil wir die Zahlen auch schon gemeldet haben, war das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte im Umsatz und im Ergebnis. Und da gilt natürlich der alte Grundsatz, Profitabilität schafft Freiheit, von der ich dann ganz stark profitiere. Die Frage ist nur, wie lange eigentlich noch? Denn die nächste Generation, die ist ja sozusagen in den Startlöchern, wieder sozusagen von der Familie. Was das für Sie persönlich bedeutet und was das auch für Nachfolger sind, darüber möchten wir gleich sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur Chefsache Business Lounge. Vielleicht sind Sie der Chef eines Familienunternehmens demnächst in Deutschland, denn über 70.000 Familienunternehmen suchen einen neuen Chef. Einen haben Sie gefunden, der sitzt nämlich hier, Thomas Müller-Schön von der UCNUZ AG. Ein Familienunternehmen, ist es nicht deshalb auch so erfolgreich, weil es da drin funktioniert wie in einer Familie? Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Da gibt es viele Gefühle, viele Emotionen und sehr, sehr viel Leidenschaft. Und auf Dauer setzt sich nur Unternehmen durch, indem die Mitarbeiter leidenschaftlich ihrer Aufgabe nachgehen. Da spielt es auch keine Rolle, wenn man ab und zu mal einen Fehler macht.
sollte kein zu großer sein und der darf sich auch nicht wiederholen. Aber grundsätzlich sollen die Mitarbeiter voller Leidenschaft ihrer Aufgabe nachgehen. Ist das auch für Sie die Entscheidung gewesen für die U10 UZ AG, weil Sie in einer solchen Familie sein möchten? Ja, das ist natürlich eine Struktur, die absolut zu mir passt. Das ist wie bei Ihrer guten Fußballmannschaft. Da müssen alle Positionen gut besetzt sein, müssen gleichmäßig besetzt sein, aber einer sollte die grobe Richtung vorgeben. Wie würden Sie es denn einschätzen, Herr Beil? Sind das Fußballmannschaft? Ja, stimmt, genau. Fußballmannschaft, Sie sind ja auch sehr erfahren in Fußballmannschaften, kann man sagen. 1860 Aufsichtsrat waren Sie ja. Was war das für eine Familie? Ja, zumindest mal eine, die dann tatsächlich noch den Cousin aus Abu Dhabi eingeladen hat. Genau. Also, und da hat dann manches auch nicht mehr so funktioniert wie vorher in der Familie. Also auch das ist tatsächlich eine Familie. Ich glaube, man begreift auch Organisationen zwischenzeitlich in ihren Bindungswirkungen besser in dem familiären Kontext. Und von daher bin ich sehr, sehr nahe an diesen Darstellungen. Das entspricht auch vollkommen unserer eigenen Organisation bei der Bay GmbH und es entspricht genau meiner Perspektive in der Beratung und der Gremienarbeit. Ich sag mal so, wenn in einer Familie alles rund läuft, das Geld kommt rein, man hat ein schönes Häusle und so weiter, da versteht man sich alles bestens, aber vielleicht auch nicht immer, stimmt. Aber es gibt durchaus Situationen, da steuert eine Familie in eine Krise und auch ein Unternehmen kann in eine Krise steuern. Und dann? Ja, das ist dann die Frage, ist die Pubertät oder ist es das herannahende Ableben, um in dem familiären Kontext zu bleiben? Also ich glaube, da muss man zunächst mal sehr sauber die Krisenursachen erkennen. Und wenn es dann tatsächlich eine Gesellschafterkrise sein sollte, und das ist ja die einzige, die mit dem Gesellschafter wirklich zu tun hat, also in dem Fall der Familie, wenn wir unterstellen, dass Fremdgeschäftsführungen schon installiert sind, dann bietet sich tatsächlich an, diese Gesellschafter abzukoppeln von den unternehmerischen Entscheidungen und Organe zwischenzuschalten, die den Fremdgeschäftsführungen das Entscheiden ermöglichen, damit eben keine Blockadehaltung beobachtet werden kann, wie sie gelegentlich passiert. Wie war denn das bei der U10 UZ AG? Es gab ja auch durchaus Zeiten, auch Krisen, wo dieses Unternehmen hindurch musste, beispielsweise 2008, was ist da passiert? Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Allerdings sehe ich ja Krise eben auch als große, große Chance, Dinge zu verändern, die einfach für die Zukunft sehr, sehr notwendig sind. Im Jahr 2008 haben wir beispielsweise sehr intensiv mit den Mitarbeitern gesprochen und das war da auch der große Vorteil, dass wir eine börsennotierte Aktiengesellschaft sind. Das heißt, wir haben höchste Transparenz in den Zahlen. Da habe ich jede Woche die Mitarbeiter informiert und habe dort den Mitarbeitern zusammen mit dem Herrn Dr. Dutz das Wort gegeben, dass wir keinen betriebsbedingt entlassen werden. Das haben wir auch getan. Und das hat natürlich große Loyalität auf Seiten der Mitarbeiter erzeugt, weil sie unsere Loyalität gesehen haben. Und das trägt uns heute noch. Also wenn ich das überlege, dass wir eigentlich noch deutlich mehr verkaufen könnten, als wir produzieren, dann funktioniert das alles so gut, weil die Mitarbeiter bereit sind, auf freiwilliger Basis deutlich mehr zu arbeiten, als sie eigentlich tun müssten. Es steht jetzt speziell bei der U10 UZ AG ja auch schon die nächste Generation in den Startlöchern. Die Söhne Julian und Philipp würden und können sich vorstellen, sozusagen auch in dem Unternehmen weiter tätig zu sein, auch in verantwortungsvoller Position. Verstehen Sie das so, dass da an Ihrem Stuhl gesägt wird? In keinster Weise. Ich bin Sportler und zum Sport gehört der Wettbewerb. Und wenn die besser sind als ich, sollen sie die Position übernehmen. Da spricht gar nichts dagegen. Davon habe ich ja die vergangenen Jahre auch profitiert. Wir sind ja 1200 Kolleginnen und Kollegen. Auch dort musste ich mich durchsetzen. Und deswegen sehe ich dort keinen Widerspruch für die Zukunft. Freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden Söhnen. Das macht sehr viel Freude. Ich kenne sie ja schon seit vielen Jahren. Sie sind in verantwortungsvoller Position im Unternehmen tätig. Und da freue ich mich auf die kommenden Jahre, in welcher Form auch immer. Aber wie gesagt, es ist ein Wettbewerb und da muss sich der Stärkere durchsetzen. Zum Wohle des Unternehmens, zum Wohle der Aktionäre, zum Wohle der Mitarbeiter und auch zum Wohle der Kunden. Weil der Kunde steht im Vordergrund. Den müssen wir erfolgreich machen, dann muss es dem Unternehmen immer gut gehen. Geben Sie mir noch abschließend jeweils einen Tipp für Familienunternehmen, wie Sie Ihre Unternehmensnachfolge regeln sollten. Karl-Christian Bahl. Geeignete Nachfolger intern oder extern dafür ausbilden. Herr Müllerschön. Das muss ein langfristiger Prozess sein und es muss das Bestenprinzip gelten. Der Beste soll diese Aufgabe übernehmen. Das ist die Verantwortung, die man für das Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Herzlichen Dank für Dankeschön. Das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut hier in der Chefsache Business Lounge und das ist Ihr Applaus. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr.
Liebe Zuschauer, so schnell können 30 Minuten vorübergehen. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.